Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, mein Kleid rutscht irgendwie. Heute habe ich für dich die Hey Beauty Box von DM. Die ist aktuell limitiert und die gibt es dort für 24,95 € zu kaufen online. Und wenn du Bock drauf hast, meine Sprache wiederzufinden und in diese Box mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich packe auf diesem Kanal ja super viele Abo-Boxen aus, aber auch so Beauty-Boxen, die man einfach so findet, wie die hier zum Beispiel. Und ja, falls du Bock drauf hast, sowas zu erleben, mit mir zu begleiten und ja, genauso auf sowas stehst wie ich und auch auf Style-and-Talks, Schminkies, Hauls, Unboxings, Reviews, so ein Kram alle, kannst du mich gerne hier mal abonnieren. Würde ich mich freuen, wenn meine Community ein bisschen wachsen würde. Und ja, auch auf Instagram kannst du mir folgen, ne? AiduikP ist das, Claudia. Rückwärts und ein P dahinter. Es ist ein verrückter Name. Vielleicht ändert er sich irgendwann mal, aber gut. Ja, auf jeden Fall. Für 24,95 € habe ich diese Box gekauft. Stand jetzt ist sie auch noch verfügbar. Das Video geht aber erst in ein paar Tagen online. Also jetzt ist heute der 19. Mai. Ich habe aber gesehen, dass auf jeden Fall Chiquitas Place schon die Box online gestellt hat, ne? Und viele haben auf Instagram das auch gepostet. Das heißt, ich hoffe, dass ihr alle auch die Chance hattet, euch diese Box zu ergattern. Denn sowas ist halt natürlich immer heiß begehrt. Ich habe jetzt mal den Karton geöffnet und hier haben wir auch den Blick in die Box. Und da muss ich echt sagen, Hut ab, dass das ein oder andere Produkt hiervon überlebt hat. Ja, okay, dann starte ich doch einfach mal mit dem Produkt, wo ich am überraschtesten bin, dass es überlebt hat. Und zwar von Catrice, der Holiday Skin Luminous Bronzer mit Macadamiaöl. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Der kommt auf jeden Fall dann ins Full Face Beauty Boxen Schmink hier rein. Summer in the City ist hier die Farbbezeichnung. Und da ja, sammle ich halt die ganzen Produkte, die ich in dem jeweiligen Monat ausgepackt habe, ne? Und mache dann Schminki zu, einfach um zu gucken, ob die Produkte dann überhaupt auf dem Gesicht dann auch so vernünftig performen. Aber hier habe ich schon oft gehört, dass der richtig geil sein soll. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, wirklich, ne? Ja, finde ich schön. Und hier mit so einer Box repräsentiert sich DM natürlich auch ein Stück weit. Das heißt, die mussten hier jetzt auch ein bisschen was reinhauen. Cool finde ich auch diese Augenpatches von Shabens, die Golden Glow Augengelpads. Die hatte ich auch schon mal und die finde ich ganz gut. Besonders ergiebig, Premium-Qualität, vegan. Ne? Sowas mag ich gerne leiden, gebe ich mir auch gerne morgens auf. Pack die im Sommer am besten in den Kühlschrank rein. Ich glaube, das ist irgendwie verrutscht. Und genau, das ist verrutscht. Und dann habt ihr es wirklich richtig schön kühlend und dann schwellen schön diese Augenringe ab und so und das hilft schon ganz gut, ne? Ich mag es noch lieber, wenn die halt in großen Pöttchen drin sind, aber ich meckere jetzt nicht, wenn ich so eine Box hier habe für knapp 25 Tacken und dann halt solche Produkte drin habe, weil der Warenwert soll krass sein, ne? Eine Karte ist hier mit drin, knallig süß, gepflegt pur, klug, cool, besonders laut, bunt, wild, das alles bist du. Schön. Oh, es ist süß. Ne? Und das kann man als Karte dann gestalten und weiter verschenken. Das wird auf jeden Fall dann auch, wenn ich jetzt mal wieder eine Verlosung mache, ne, genommen werden. Einfach schreibe ich immer so ein paar liebe Zahlen hinten halt drauf. Ne? Finde ich immer ganz schön, wenn ich dann von hier aus Boxen rausschicke, dass ich da auch eine kleine persönliche Botschaft mit beipacke. Ja, Mensch, da sind große Sachen drin, auch richtig Full-Size von L'Oreal Revital Lift. 5% pure Glykolsäure, ein Peeling-Toner. Glow und ebenmäßige Haut in 30 Sekunden. 5% Glykolsäure und Wassermelonenextrakt. Tägliche Anwendung für empfindliche Haut geeignet. Ja, ich bin super empfindliche Haut. Würde tatsächlich dieses Produkt erstmal nur abends verwenden und wirklich nicht jeden Tag. Ne? Also hier steht ja wirklich drauf, du kannst es ja täglich anwenden. Es steht aber auch noch mit dabei, dass du definitiv Lichtschutzfaktor 30 mindestens verwenden solltest, wenn du es morgens verwendest. Ne? Sehr, sehr wichtig. Ich meine das sowieso, ne? Man sollte immer Lichtschutzfaktor verwenden, aber gerade wenn du so ein Säureding nimmst. Gut, Glykolsäure in der Schwangerschaft geht noch so klar. Bin ich jetzt aber trotzdem relativ vorsichtig mit. Ich bin ja aktuell schwanger und dann ist das eher etwas, was noch ein bisschen warten darf. Ja, so noch ein Jährchen, ne? Aber an und für sich hätte ich mich sonst drüber gefreut, weil ich auf Säure stehe. Dann habe ich hier von Sante Naturkosmetik eine feste, erfrischende Gesichtsreinigung mit Bio-Aloe Vera und Chiasamen. Das ist schön, seifenfrei für normale Haut. Und solche Produkte, die reinigen euch wirklich sehr, 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 sehr tief. Gründig die Haut, ne? Das heißt danach auf jeden Fall schön eincremen, weil die im seltensten Fall dann auch so rückfettend sind oder so, ne? Und wenn man dann halt so wie ich eine trockene Haut hat,
kann das problematisch werden. Das ist halt wie so ein Seifenstück. Und sowas ist auch immer ganz gut geeignet, wenn du halt so Pickelchen hast, ne? Da kannst du echt gut mit gegen ankämpfen. Und ich habe auch gehört, dass viele solche Produkte so zum Beispiel auf dem Rücken verwenden oder im Dekolleté, wenn man da so Hitzepickelchen bekommt, ne? Und das halt tatsächlich auch unisex. Also falls jetzt gerade du zuguckst und vielleicht dein Freund oder so oder Bruder oder ne, Probleme damit hat, sowas ist immer eine ganz gute Geschichte. Kann man auf jeden Fall dann auch mal weitergeben. Ist auch schon von Detox. Das ist eine Marke, die gab es mal bei Douglas. Dann ist die bei Douglas rausgeflogen und bei DM reingekommen irgendwie, oder? Das war auch irgendwie ziemlich weird. Niacinamid-Serum für verkleinerte Poren und ein ebenmäßiges Hautbild mit 8% Niacinamid. Finde ich schön, ne? Mit Niacinamiden, Allantoin und Zink. Das ist richtig schön, das klärt die Haut, das verfeinert das Hautbild. 30 Milliliter sind hier drin, also natürlich auch wieder eine schöne Full-Size. Finde ich klasse. Ich liebe Niacinamide, beziehungsweise meine Haut liebt es. Ist ja auch Vitamin B3, ne? Müsste das sein. Ist eine schöne Glas-Flakon-Geschichte mit einem Pumper obendran. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Also diese Inhaltsgeschichten, die hier mit bei sind, da kannst du dir eine schöne Routine draus basteln. Hast einen Toner, hast ein Serum, vorher hast du eine Reinigung, später hast du irgendwann Schminke. Mit dabei ist dann auch noch irgendwie hier so ein Viech. Also theoretisch hätte ich das auch direkt mal mit euch so ausprobieren können. Aber das habe ich nicht gewusst. Natürlich darf auch was für die Haare nicht fehlen. Und da hatte ich ja wirklich schon immer mal wieder ein Auge drauf geworfen. Das wird jetzt ausprobiert. Express Pflegefluid von Balea Professional Beautiful Long Magical Water. 9 Sekunden für langes geschädigtes Haar. Das hat die Frau ja auf dem Kopf, ne? Pflegeformel mit Keratin und Magnolienextrakt. Geilomat. Also das haben ja auch viele andere Marken. Ich weiß gar nicht, wer das zuallererst rausgebracht hat. Gibt es, glaube ich, von Syos, von Garnier und so, ne? Ja, und dann hat Balea gesagt, na gut, ich auch. Das finde ich schön. Das machst du dir einfach in die Haare rein. Sanft auf die nassen Haarlängen auftragen und kurz einmassieren, bis die Formulierung vollständig aufgenommen ist. Danach sofort gründlich ausspülen. Ach guck, das ist dann wie so ein... Das ist dann quasi nicht ein Leave-In, sondern das ist dann wie eine Kur oder so, ne? Oh, das riecht aber alkoholisch. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man zu trockener Kopfhaut neigt, ne? Oder zu trockenen Haaren neigt, weil das kann natürlich sehr austrocknen. Würde ich dann irgendwie versuchen, im Wechsel zu verwenden, dass ich mal dieses hier nehme, mal, dass ich dann Haaröl auch reingebe, ne? Dass die Haare dann auch wirklich schön gepflegt bleiben. Das finde ich gut. Mann, oh geil. Ja, gut, die hatte ich schon mal, die mochte ich nicht so gerne. Maybelline Curl Bounce, aber ich glaube, da freuen sich einige drüber, weil die ja auch schon relativ im Hype war, ne? Und ja, dann haben die hier einfach mit in die Box reingepackt. Eine Mascara feiere ich wirklich, finde ich klasse. Und das ist auch ein recht neues Produkt, kann man sich gönnen, ne? Glaube ich, ein Faserbürstchen. Ja, 01 Berry Black. Wie gesagt, bei mir war es halt, dass ich gesagt habe, das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich bin aber auch sehr anspruchsvoll, ne? Ich meine, ich verwende normalerweise super gerne die Vigis von Nabla. Die kostet aber auch ein bisschen mehr, ne? Darf man nicht vergessen. Das habe ich selber da, das finde ich auch ganz cool. Ein transparentes Augenbrauen- und Wimperngel ist das von Alverde. Kannst du dir einfach so zum Fixieren die Augenbrauen drauf geben. Hat jetzt nicht so mega krassen Halt, aber es ist halt schon vorhanden, ne? Und ja, sowas halt auch in so einer Box mit drin zu haben, finde ich auch gut. Also da bist du ja auch fast hier schon Fullface-technisch ganz gut ausgestattet, ne? Und das hört nicht auf. Dann haben wir hier ein Produkt, gut, das hatte ich jetzt schon öfters mal in den Händen, ist für mich jetzt nicht unbedingt was von Got2b, dieses Bye-Bye-Baby-Haar oder so, oder Baby-Haar-Bändiger heißt es dann ja. Ja, also habe ich probiert, fand ich jetzt für mich persönlich nicht so geil, aber ich weiß, dass andere das halt super feiern, also das muss man halt selber so wissen. Das ist halt wie eine Mascara, wie eine durchsichtige Mascara im Prinzip, und wenn man dann halt hier so einen Bommel hat und dann stehen hier so 5 Milliarden Haare ab, kannst du da so ein bisschen die so anlegen. Also in der Theorie ist es ganz geil. Ich mit meinen blonden Haaren habe da schon Problemchen mit, weil das dann auch gerne aussieht, als hätte ich ziemlich lange meine Haare nicht gewaschen, also sehr strähnig. Deswegen mag ich persönlich auch nicht so gerne hier Haarspray oder Haarschaum oder sowas, weil das sieht halt schnell fettig aus bei mir, ne? Deswegen, aber gut, ja, kann man machen, ne? Finde ich auf jeden Fall als praktisches Produkt ganz gut mit dabei.
Jetzt kommen ein paar große Klopper. Und zwar von Dove ist das Glow and Shine eine Body Lotion. Das finde ich schön. Mit natürlich zartem Schimmer. Natürlich strahlende Haut mit der ersten Anwendung. Mit Ceramid-Aufbauserum. Schön. 48 Stunden Pflege. Gut, ich pflege mich jeden Abend, ne? Einfach weil ich es cool finde. Und weil ich es einfach super genieße. Dove ist halt auch so eine, ja, klassische Marke, die viele einfach mögen. Also da trifft man, glaube ich, bei vielen ins Schwarze. Man muss halt hier auch überlegen, es hat Schimmer, ne? Also wenn man da nicht so drauf abfährt, wie eine viel zu glitzern, dann ja, sollte man davon eher die Finger lassen. Manche haben das ja, also auch so hochpreisigere Geschichten. Da gibt es ja irgendwie, ich denke jetzt ja schon an die Adventskalendersaison, wow, im Mai. Das Lancôme La Vie Belle, da ist öfters mal so eine Schimmerlotion auch mit den Adventskalendern drin, die sehr, sehr gut riecht, aber halt einen Schimmer hinterlässt, ne? Ach, die riecht auch angenehm. Hat wirklich sowas fruchtig, blumiges, schönes und das kann ich mir jetzt auch im Sommer sehr gut für mich vorstellen. Cool, mag ich. Nicey! So, Head & Shoulders Derma X Pro Kopfhautpflege. Beruhigend bei trockener, juckender Kopfhaut. Mag ich. Mit Kaktusextrakt, aktiver Aloe und Vitamin E. Das würde ich mir jetzt wirklich nicht jeden Tag aufgeben, sondern so zweimal pro Woche. Ne? Dass ich da dann anstelle von einem normalen Shampoo einfach dieses hier verwenden würde, um da einfach so ein bisschen, ja, der Kopfhaut was Gutes zu tun. Ansonsten habe ich dann ja Shampoos, die für die Längen und Spitzen halt, ach Quatsch, nicht für die Längen und Spitzen, die halt für den Haaraufbau dann ja ganz gut sind. Und das hier ist dann einfach zur Kopfhautpflege. Das mit dem Tesafilm ist übrigens eine gute Idee, dann läuft ja nichts aus. Das mache ich bei Tauschpaketen auch ganz gerne. Sowas kann ich auch meinem Freund echt empfehlen, ne? Echt cool. Leute, gönnt euch die Box, kann ich euch jetzt schon sagen. Wow. Riecht angenehm, schön frisch, ne? Aquatisch, schön. Noch so ein großes Ding, das werde ich nicht verwenden, aber meine Freundinnen werden sich drüber freuen. Von Batiste ist es ein Trockenshampoo. Mit grünem Tee und Kamille, zarter Duft für alle Haartypen geeignet. Mag ich nicht. Ich wasche mir jeden Abend die Haare einfach, weil ich das Gefühl von gewaschenen Haaren geil finde. Ich weiß, dass es nicht super gesund ist, aber ich mag es einfach lieber, wenn ich jeden Abend meine Haare wasche. Ist so. Und ja. Aber meine Mädels fragen mich immer wieder, hey, hast du mal wieder Trockenshampoo? Ja, habe ich mal wieder. Wird dann weiter wandern. Jetzt habe ich noch ein bisschen dekorative Kosmetik drin. Und einmal habe ich hier von Got to Be Fabulous Waterproof Matte. Ein matter Eyeliner, auch ganz interessant, muss ich sagen. Sowas hat man ja auch nicht jeden Tag. Also ich habe oft tiefschwarze oder halt auch so ein bisschen glänzende. Matte sind auch mal ganz nice, finde ich. Waterproof ist auch sehr wichtig, jetzt gerade im Sommer, dass es halt auch so ein bisschen schweißresistent ist, ne? Und ja, Fullface Beauty Boxen kommt da mit rein. Das hier wird nicht ins Fullface Beauty Boxen kommen, weil ich keine matten Lippenprodukte mag. Vor allem kein Everlasting Matte. Liquid Lipstick von Trend It Up hält bis zu 12 Stunden. Das ist schön. In der Farbe 010 ist der hier. Und das ist auch so ein schöner Ton, den man super im Alltag tragen kann. Also wir haben jetzt kein Grün oder so mit dabei. Das finde ich auch sehr freundlich tatsächlich. Aber wird nicht bei mir bleiben, weil ich sowas einfach nicht verwende. Bin ich ehrlich, ne? So, eine wunderschöne Nagellackfarbe. Da muss ich gucken, ob ich vielleicht einen ähnlichen schon habe. Von Essie ist es nämlich einer in der Farbe Skate with Destiny 430. Das ist so ein richtig schönes Lavendelviolett. Echt schön, ne? Weil hier habe ich zum Beispiel einen von Trend It Up auf dem Daumen drauf. Der ist dunkler, aber trotzdem halt auch so ein, ne? Mag ich aber gerne. Und das ist ein Expressi. Das ist auch cool. Die trocknen eigentlich da ein bisschen schneller. Das ist cool. So, und jetzt habe ich hier das letzte Produkt, glaube ich, ne? Ja, dann müsste es das gewesen sein. Und zwar ist es von Jean & Len ohne Gedöns eine Haarkur für stark strapaziertes Haar. Dattel, Vanille, aufbauend und vegan. Sehr interessant, ne? Ja, 20 ml. Für meine Haarlänge reicht das auf jeden Fall für eine Anwendung. Das kann man natürlich auch auf zwei Anwendungen aufteilen, ne? 3 bis 5 Minuten muss es nur einwirken lassen. Das finde ich auch immer sehr charmant. Das ist cool. Also ich sage ja die ganze Zeit, das ist cool zu den Produkten, die hier so drin sind, ne? Weil die halt wirklich cool sind. Da hat sich DM auf jeden Fall mal wieder von seiner besten Seite gezeigt. Denn wir haben hier wirklich kein Produkt irgendwie doppelt drin oder so. Also von der Kategorie her. Schön. Coole Produkte. Keine Produkte, die jetzt irgendwie ausgeramscht werden mussten oder so. Sondern halt auch so Sachen, wo die Leute halt auch drauf stehen.
Und deswegen finde ich die Box gut. Sehr empfehlenswert. Guckt auf jeden Fall bei DM vorbei. Ich schaue mal, ob die noch verfügbar ist. Ich packe euch da auf jeden Fall einen Link in die Infobox. Schaut da gerne mal rein. Ja, und das war es jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings. Sehr viele Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!